Hallo zusammen, schön, dass ihr zu meinem neuesten Video einschaltet. Ja, es ist heute Sonntag, der 10. Oktober. Und ich bin ausnahmsweise allein, habe Zeit. Und ja, weil ich gestern wieder angefangen habe, Videos zu drehen, habe ich wirklich Lust drauf und habe gedacht, oh, komm, ich nutze die Zeit und mache heute wieder ein Video. Allerdings kein duftliches, sondern ich habe hier eine mega volle Tasche mit Abfall. Ja, vielleicht wisst ihr das noch. Nebst Duftwachs ist ja meine grosse Leidenschaft auch alles so ums Thema Beauty. Und ich persönlich liebe ja auch, zum die Videos zu schauen von anderen, also so Aufbrauchtvideos, weil ich es einfach mega spannend finde, um zu sehen, was überhaupt die Leute alles verwendet, was entsorgen, was gut findet, was nicht gut findet. Ja, darum, ich liebe es und es macht mir auch mega Freude, die Videos selber machen. Darum, ja, ich freue mich richtig drauf. Und hoffe, der ein oder andere von euch interessiert es auch. Gut, ich würde sagen, wir legen los. Ich weiß auch hier nicht mehr, wenn ich das letzte Video gemacht habe. Das wird auch im Frühling irgendwann sein. Das werde ich wahrscheinlich dann auch noch hochladen. Also, ich benutze nicht so viel in einem Monat. Es sind wirklich mehrere Monate. Sie ist mega voll. Ich hoffe, die Kamera hält so lange durch. Und ich würde sagen, genug geschwätzt, wir legen jetzt los. Ich habe von Isana aus dem Rossmann zwei limitierte Editionen Reinigungstücher aufgebraucht. Die könnte es noch geben, weil die habe ich nicht so lange herkauft. Das ist 3 in 1. Ja, so ein bisschen ein quietschiger Duft. Und da ist sogar 5 in 1 gewesen. Das ist von Isana Yang gewesen. Das ist länger her. Da habe ich den Duft noch einen Ticken besser gefunden. Ja, ich benutze die eigentlich höchst selten, um mein Gesicht abschminken, sondern eigentlich mehr für meinen Schminktisch, zum Pinsel schnell reinigen oder sonst was schnell reinigen. Darum, ja. Ich kann nichts dazu sagen, wie ich es im Gesicht finde. Und ja, ich habe einfach immer von denen auf meinem Schminktisch. Den ganz unspannend von Elkos, ich glaube, das ist die Eigenmarke vom Edeka, habe ich Maxi-Wattepads aufgebraucht. Den nochmal Reinigungstücher von einem Schweizer Laden, von der Migros IM, ist glaube auch deren ihre Eigenmarke. Ja, wenn ich nicht dazu komme, zum zu Deutschland zu posten, kaufe ich sie halt in der Schweiz. Aber ja, wie gesagt, wenn ich in Deutschland bin, kaufe ich es immer dort. Und da habe ich nochmal die limitierte Edition von Isana aufgebaut. Und bleiben wir doch gerade bei diesen Tüchern. Hier eine limitierte Edition von Müller, Cadea Vera Eigenmarke. Das waren die 3 in 1 Ananas Reinigungstücher. Die hat es im Sommer gegeben. Jetzt bin ich schon länger nicht mehr bei Müller gewesen. Und die haben wirklich extrem nach Ananas duftet, haben auch ihren Zweck erfüllt. Und die muss ich leider entsorgen. Also der ist nicht leer. Das ist auch von Isana gsi, dort mal noch neu. Die habe ich, glaube ich, in meinem Reisenecessaire und die sind dann irgendwann ausgerechnet, aber durch das Mandelöl haben die sehr einen feinen Duft. Ja. So, eventuell kommen noch mehr Reinigungstücher, wir werden es sehen. Ein sehr teures, aber sehr gutes Produkt ist von Kerastase. Das ist die Hormaske. Ich habe sie aus der Nutritiv-Kollektionsserie sozusagen und ich liebe das Produkt. Ich kenne es von einem Coiffeur-Besuch vor ein paar Jahren und habe es dann mal online bestellt. Ja, ich habe ja sehr trockene, spröde und lockige Haare und wenn ich das benutze, sind sie wirklich so babyweich und einfach sehr gepflegt. Super, sehr teuer. Aber sowas benutzt man ja auch nicht täglich, darum es hebt auch eine Weile und ich werde es mir garantiert wieder mal nachbestellen. Dann ein Produkt, das ich mir während dem Lockdown in der Schweiz bestellt habe, weil die Seifen in den Läden ja auch knapp geworden sind, beziehungsweise so viel gehamstert worden ist. Ich habe mir bei Yves Rocher Handseife bestellt. Ich glaube, zum Glück sind sie dort noch im Angebot gewesen, weil ich finde den Preis, den Originalpreis für nur 190 ml, was da drin hat, recht teuer. Da finde ich schade. Da habe ich die Duftrichtung Olive Petit. Der Duft ist sehr fein gewesen. Sehr zurückhaltend, seifig, ein bisschen olivig, wirklich schön.
Und ja, aber eben so 190 Milliliter sind einfach mega rasch aufgebraucht und eben für den Preis, ja. Also im Sale würde ich es mal kaufen, so im Originalpreis nicht. Dann ein limitiertes Produkt von The Rituals. Weiss nicht mehr, ob das zwei oder vor drei Jahren war. Das war ein Duschschaum, The Ritual of Banyu. Und das war in der Duftrichtung Bali Sea Salt and Giant Kelp. Sehr ein aquatischer Duft. Ich habe ihn okay gefunden, aber ist jetzt kein Duft, den ich irgendwie vermissen würde. Aber die Duschschäume an sich von Rituals finde ich mega. Die habe ich wirklich gerne. Sonst mag ich Duschschäume nicht, von Rituals schon. Nur da auch ein bisschen das Problem. Ich finde die Preise einfach überdimensional. Also ich habe online ein Konto bei Rituals, aber ich bestelle wirklich höchst selten, wenn mal Sale ist. Ja, schade. Dann Bath and Body Works. Ja, ich habe jetzt glaube wirklich nichts mehr von dieser Firma. Die habe ich ja noch dort mal, glaube ich, wo ich geschäftlich zu Mailand war, dort in einem Shop gekauft. Das Duschgel Sea Island Cotton, da habe ich mehrmals gekauft. Ja, ein aquatisch, frischer, leicht baumwolliger Duft, würde ich sagen. Ich finde es super, weil die Bath and Body Works Produkte sind sehr, sehr duftintensiv. Also ich finde, die schmeckt man auch nachher wirklich noch auf der Haut. Aber auch da ein bisschen, ich finde die Preise in Amerika oder auch dort in Mailand echt extrem krass. Aber was gut ist, bei Bath & Body Works gibt es auch sehr oft so Sonderangebote, kauf 3 oder kauf 2, kommst einen dritten über. Auch auf der USA-Seite. Nur, sie liefern leider nicht international, also wenn ihr ein Postfach in den USA habt, könnt ihr es so bestellen. Aber ja. Wir die vorläufig nicht mehr bestellen. Dann nochmal von Yves Rocher eine Handseife. Auch da sind es 190 ml. Das war aus der Weihnachtskollektion von letztes Jahr. Auch der war im Angebot. Das sollte, glaube ich, ein bisschen so nach Wald und Zitrisch duften. Ja, genau. Hat mir sehr gut gefallen. Habe ich auch im Frühling benutzt. Ja. Zum reduzierten Preis finde ich super. Dann eine limitierte Edition von Isana, ein Duschgel Côte d'Azur, duftet nach Zitrone und Meeresluft. Ja, ist ganz nett gewesen. Nur bei Isana Duschgel oder auch Balea Duschgel finde ich halt, der Duft verpufft gerade. Und zum Teil finde ich, verändert sich der Duft auch ein bisschen unter dem Wasser an der Haut. Ja, war ganz nett gewesen, aber dem traue ich jetzt auch nicht hinten an. Den habe ich für die Haare benutzt von Wahre Schätze Pflegespülung Langhaarschatz für langes Haar mit brüchigen Spitzen. Und ja, das ist mit Vanillemilch und Papaya. Ich bin ja nicht Fan von so ein bisschen exotischen tropischen Früchten. Aber den Papaya-Duft hatte ich echt gerne und es hat meine Haare auch wirklich gut kennbar gemacht. Das ist mir ja auch sehr wichtig. Nur, da sind 250 ml drin, aber ich habe es gefunden, da hatte ich ratzfatz aufgebraucht. Ja, aber könnte ich mir vorstellen, zum wieder mal kaufen. Dann ein Deo aus der Migros in der Schweiz, Eigenmarke I Am, habe ich Pure und Soft Deo gekauft. Das war auch während dem Lockdown. Hat es auch eine grosse Auswahl gehabt. Ist ganz okay gewesen, aber ja, müsste jetzt nicht wieder haben. Dann habe ich ein Schweizer Shampoo gekauft. Ich glaube, die Firma heisst Well. Die gibt es im Coop in der Schweiz. Sensitiv pH 5.5 für empfindliche Kopfhaut. Ja, ich hatte im Winter und Frühling wieder recht zu kämpfen mit juckender Kopfhaut, ein bisschen schuppiger Kopfhaut. Und darum habe ich das gekauft.
Es war in Ordnung. So viel geholfen hat es mir aber nicht. Ich habe jetzt einfach für meine Haare festgeschrieben, für meine Kopfhaut. Es tut ihr wirklich besser, wenn ich meine Haare weniger wasche. Weil das warme Wasser tut der Kopfhaut auch nicht unbedingt immer gut, tut sie sogar eher austrocknen. Und ja, jetzt seit ein paar Wochen, ein paar Monaten, tue ich meine Haare weniger wasche. Und seitdem habe ich, Klopf auf Holz, nicht mehr so ein Problem mit meiner Kopfhaut. Dann nochmal eine Haarspülung von Nivea Repair für trockenes und strapaziertes Haar. Mag ich den Duft sehr gern, ist von der Kennbarkeit und Pflege okay gewesen, aber ich finde, die ist sehr hart, die Verpackung, also da hat man auch Mühe. Am Schluss Mühe, um wirklich noch das Restprodukt rauszubringen. Ich habe auch jetzt noch das Gefühl, es hat noch etwas drin. Und ja, auch da haben wir nur 200 ml und das war also auch fatzfatz leer gewesen. Dann ein kleines Bath & Body Works Shower Gel. Da habe ich glaube mal ins Schwimmbad mitgenommen oder irgendwo mitgenommen. Tahiti Island Dream. Und da war wirklich eine Duftbombe. Oh, wieder exotisch, fruchtig, floral, was ich eigentlich gar nicht mag, aber oh, da hat mein ganzes Bad noch geschmeckt, da hat man nachher auch am Körper geschmeckt. Finde ich super Duft, wäre auch ein schöner Bodyspray-Duft und ja, habe ich wirklich genossen. Ja, hatte ich glaube ursprünglich mal gekauft zum Verschenken, aber habe den selber aufgebraucht und bin froh, habe ich den getestet. Dann nochmal eine Seife von Yves Rocher, das war der zweite Duft aus der letzten Weihnachtskollektion, hat so ausgesehen. Der hat sollen oder sollte noch Mandel-Vanille-Duft schmücken. Duften hat er auch sehr dezent, aber also sehr dezente Duftabgabe, aber hat auch seinen Zweck erfüllt. Die Hände sind super geworden. Dann bleiben wir gerade bei Seife, hier auch von der Firma Well aus der Schweiz. Eine Cremeseife in Vanille-Kokosnuss. Ja, ich esse zwar gerne Kokosnuss, aber sonst in so Produkt, Körperprodukt, Duftwachs habe ich Kokosnuss eigentlich bis dieses Jahr immer vermieden, weil ich es einfach nicht gerne hatte. Aber irgendwann ist dann eine Phase gekommen, wo ich gedacht habe, mal, jetzt würde ich gerne Kokosnuss ausprobieren und haben wir dann so ein Produkt gekauft, auch Duftwachs. Und ja, also hat gut duftet die Seife, hat Spass gemacht, aber ich glaube, die war auch nicht so billig, würde man jetzt auch nicht wieder nachkaufen. Dann für das WC habe ich von Tempo die Minerals feuchte Klotücher benutzt. Ab und zu kaufe ich gerne Tempo, aber ich finde, es gibt günstigere, die gerade so gut sind, wenn nicht sogar besser. Dann habe ich ein kleines Micellenreinigungswasser aufgebraucht von Garnier, das All-in-One, das Hellrosa, was eigentlich mein Liebling ist. Momentan habe ich aber einen anderen in Benutzung, den werdet ihr sicher beim nächsten sehen. Da haben wir gerade ja, die grosse Variante dazu. Ja, ich würde sagen, ist nach wie vor mein Lieblings-Micellenwasser zum Abschminken. Dann haben wir von The Body Shop ein Duschgel. Das ist aber schon länger her, als ich das aufgebraucht habe. Das war vom letzten Herbst, voll von Pumpkin. Ja, with Vanilla Extract from Madagascar and Pumpkin Fragrance. Und auch Body Shop, die Sachen, die ich habe, mega, mega, also der Duft ist mega intensiv. Jetzt überhaupt nichts für den Sommer oder Frühling, ist wirklich sehr schwer. Aber sehr cremig, foodig und ja, für die kalte Jahreszeit habe ich den top gefunden. Weiß gar nicht, ob es da jetzt den wieder gibt. Beim Body Shop bestelle ich auch nur sehr, sehr, sehr selten. Dann hier unspektakulär. Ja, so eine, wie sagen wir, eine Kosmetiktücherbox aus der Schweiz. Da habe ich das Design schön gefunden. Dann habe ich von Balea eine Cremedusche aufgebraucht. Warm and Cozy. Himbeer und Magnolie.
bin mir jetzt nicht sicher, ob es da noch im Standardsortiment gibt. Ich bin nicht so Himbeer-Fan, aber da war zum Glück der Magnolienduft viel stärker gsi und ja. Also die Duftkombi habe ich erstaunlicherweise noch sehr fein gefunden. Dann habe ich von Isana limitierte Edition aufgebraucht von einem Nagellackentferner acetonfrei mit Honigmelonenduft. Muss sagen, finde ich super. Ich finde, die von Isana duftet am wenigsten stark nach Nagellackentferner. Ich finde auch andere, die acetonfrei sind, haben gleich immer noch so den krassen Duft. Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Also ich finde die super und habe momentan auch wieder eine von Isana in Benutzung. Dann habe ich ein Kindershampoo benutzt, weil ja, meine Schwiegermutter in Spee sozusagen benutzt das für ihre Haare. Und ja, das ist Ultra Du Kid Shampoo 2 im 1 mit Aprikosen und Baumwollblüte und ich finde den Duft so schön. Und da habe ich auch gekauft in der Zeit, wo ich eben so ein Problem hatte mit meiner Kopfhaut und habe gedacht, ja, da ist sicher milder und ich finde den Duft Hammer. Also den werden wir sicher auch wieder mal kaufen. Sorry, aber jetzt muss ich schnell einen Schluck trinken. Ich habe das Gefühl, ich sehe schon seit 2 Stunden nonstop am Schwätzen. Gut, machen wir wieder. Nochmal eine Handseife. Ja. Dieses Jahr ist ja alles anders und dieses Jahr verbraucht man auch mehr Seife. Auch von Yves Rocher, da haben wir es wieder, Kokosnuss, die man früher noch nie gekauft hat. Und jetzt, ja, haben wir gedacht, oh mal komm, kauf mal Kokosnuss. Hat auch schön nach frischer, aufgeschnittener Kokosnuss duftet. Und ja, hat seinen Zweck erfüllt. Dann nochmal ein Rasierschaum von Balea. Nein, ich glaube der erste. Tropical Papaya. Ja, ich kaufe eigentlich immer das Rasierschaum oder das Rasiergel von Balea. Meistens die limitierte Edition. Ich benutze es, um mich zu rasieren. Für wen auch sonst. Aber ja, ich bin sehr zufrieden damit und ja, das kaufe ich mir immer wieder noch. Diese Seife von Isana, und zwar eine Küchenseife mit Orange- und Thymianduft. Finde ich mega. Ich liebe so Orangenduft. Ja. Geruchsneutralisierend finde ich super für die Küche. Dort wechsle ich aber auch immer ein bisschen ab. Ja, und da tauchen nochmal Reinigungstücher fürs Gesicht auf. Ja, ich schminke mich wirklich täglich, höchstens einmal am Wochenende einen Tag nicht, aber sonst immer, darum habe ich auch so einen Verschleiß. Die sind von Balea, das sind die mit dem Grapefruitduft, die sind im Standardsortiment. Ja, finde ich auch, duftet sehr fein. Das ist jetzt, glaube ich, wirklich das allerletzte Bath & Body Works Produkt, das ich aufgebraucht hatte. Und zwar ist das Duschgel in Warm Vanilla Sugar. Und ja, wenn ihr auch meine Duftvideos schaut, wisst ihr, glaube ich, ich liebe den Duft. So eine parfümige Vanille. Und auch da mega, mega intensiv und ja, wirklich super. Dann habe ich noch ein Duschgel aus England aufgebraucht. Ich habe mal, ich glaube, das war auch noch letztes Jahr, dort mal in einem Online-Shop was bestellt. Ich wollte was Bestimmtes. Und dann habe ich, glaube ich, noch ein bisschen so Beauty-Produkte angeschaut und habe gedacht, warum? Da bestelle ich mal. Waitrose ist eine englische Marke. Und ja, das war Sea Salt und Kelp. Und der hat super duftet. Also der war viel schöner, der Duft, als der von Rituals. Ein frischer, akratischer Duft, aber wirklich schön und ja, aber eben, das ist jetzt mal so eine einmalige Geschichte, weil ich gerade in dem Online-Shop bestellt habe. Den habe ich aufgebraucht, Desinfektionsspray SOS, den gibt es glaube ich im DM, wenn ich mich nicht täusche. Den hier da liegen lassen, behalte ich mal draussen für nachher. Da habe ich mal gebadet, aber da ist auch schon mehrere Monate her, ich weiß gar nicht mehr wen. Ich habe mal in Amerika bestellt KB. Ich glaube,
glaube Harvest Moon heisst der Shop, liefert leider nicht international, habe ich mir dort mal an mein Postfach liefern lassen. Ja, der Duft war Sunday Morning, ich glaube so was leicht Foodiges und ja. Also ich finde es sehr vergleichbar mit Lush, fast nur ein Ticken besser und sind glaube ich aber ein Ticken billiger. Also dort habe ich noch einige, weil ja, baden. Jetzt kommt vielleicht die Zeit wieder, wo ich mehr Lust habe. Ich habe schon ewig nicht gebadet. Dann von Nivea Limited Edition ein Antitranspirant Deo mit Hibiskusblütenduft. Hat mir leider vom Duft her gar nicht gefallen. Bin ich froh gewesen, habe ich den aufgebraucht. Nicht mehr, den ich nicht mehr habe. Dann Wattestäbli von Ebelin. Brauche ich auch immer am Schminktisch. Denn das ist ein Shampoo, auch von Garnier Ultra Duo. Da wohltuende Mandelmilch, leicht trockenes Haar zur täglichen Anwendung. Ja, bei Shampoo, das war mir ein bisschen zu grün. Also, finde ich, schmeckt nicht unbedingt nach Mandelmilch, sondern mehr so ein bisschen nach Bambus, habe ich das Gefühl. Ja, bei Shampoo tue ich immer abwechseln, darum, ja. Aber bei Spülungen, hier nämlich eine von Gliss-Cure Nutri-Balance Repair. Perfekte Kernbarkeit und geschmeidiges Haar für geschwächte Haare. Gliss-Cure ist halt nicht so billig. Und da hat es, glaube ich, mal 250. Ein bisschen strenger Duft, aber es stimmt. Also bei Gliss-Cure komme ich immer gut durch beim Kämmen. Aber die Düfte sind mir meistens ein bisschen zu streng. Hingegen ein Duft, den ich sehr mag bei der Spülung und Shampoo, ist von Elsev, die Gel Reihe Renutrition. Da finde ich den Duft Hammer. Der ist für trockenes Haar. Habe ich schon ewig nicht mehr gekauft. Könnte ich mal wieder mal nachkaufen. So, jetzt kommen wir, glaube ich, den Wald zu den kleineren Sachen. Zuerst aber noch, genau, da die Spülung von dieser Mandelmilchgeschichte. Der Duft war gar nicht meins gewesen. Und dann habe ich auch Reinigungstücher von Yves Rocher aufgebraucht. Da habe ich im Doppelpack gekauft, ist 50% reduziert gewesen, weil die Dinger sind auch sonst sauteuer. Also zum normalen Preis bringe ich es fast nicht übers Herz, um mir die zu bestellen. Das sind Pure Camille, die sind aber auch super, ein mega schöner Duft und beim Abschminken fühlt es sich auch wirklich gut an. Also das sind auch die einzigen, die ich wirklich fürs Gesicht benutze, weil die sind mir zu schade, eigentlich um für die Schminke zu benutzen. Ja. Also wäre es nicht so teuer, würde ich mir auch öfters mal die von Yves Rocher kaufen. So, und jetzt und hier schnell was wegtun. Habe ich noch eine Zahnpaste, nein zwei. Einmal von Dontodent Black Shine, die liebe ich ja. Und ebenfalls, das ist Rossmann Eigenmarke Procodent Black Brilliant. Ich habe in diesen Monaten nicht nur zwei Zahnpasten aufgebraucht, aber ich habe eben andere noch, zum Teil habe ich es entsorgt, weil ja, ich habe einfach nicht immer dran gedacht, um die in die Box reinzuwerfen. So, jetzt kommen wir dann bald wirklich nur noch zu so ein bisschen kosmetischen Sachen, die ich zum Teil auch aussortiere, nicht ganz aufgebraucht habe, aber wegkommt. Ich habe noch hier einmal so ein Mundspray von Sensident, das ist glaube ich von Müller. Den habe ich einmal von Tracklemoon so ein Balsam für die Hände aufgebraucht in der Duftrichtung Marshmallow Heaven. Den Duft habe ich mega gefunden. Ja, da habe ich echt schade gefunden. Ich glaube, von dem hat es ja auch Duschgel gegeben und eventuell noch anders. Aber ich habe nur da gehabt und ja, da habe ich es ein bisschen bereut, dass ich mir nicht auch ein Duschgel gekauft habe. Ja, und den habe ich von Clarins, von dem habe ich mal einen Adventkalender gehabt, ich glaube vor zwei Jahren, habe ich einen One-Step Gentle Exfoliating Cleanser mit Orangenextrakt aufgebraucht. Ja, das habe ich meistens benutzt, wenn ich mich komplett schmink mit Foundation sozusagen. Denn zum Abschminken benutze ich meistens so etwas wie einen Scrub oder eben einfach, ja, wie heisst es auf Deutsch, ich weiß es nicht, auf jeden Fall sowas. Und ja, das war gut gewesen.
Aber ich würde mir jetzt Clarence nicht so für den Alltag kaufen. Für das ist mir die Marke auch zu teuer. Gut, dann ein paar Parfümpröbli und ein Parfüm, das ich aussortiere. Die Parfümli sind jetzt hier alle rausgefallen. Ich zeige euch aber die Papierli. Also, meistens mit Bestellungen gratis Mikro und ich teste es dann gerne. Und wenn ja, es nichts ist, kommt es weg. Einmal von Yves Rocher, Mon Rouge. Das ist mir zu damenhaft, zu intensiv. Das ist, glaube ich, der neueste Duft, was händ. Den Burberry Her. Sieht so aus. Der Duft ist leider auch nichts für mich. Ich muss auch wegen meiner Migräne, ja, bin ich da sehr empfindlich auf Düfte. Und ja, eben, wenn ich nicht verträge und wenn mir nicht gefällt, kommt gerade weg. Das ist von Yves Saint Laurent Mont Paris gewesen. So sieht die aus, kommt weg. Ocean Di Gioia. Auch nichts für mich. Und erstaunlicherweise von Giorgio Armani, Si Passione. Sieht so aus, ist auch nichts für mich. Das normale Sie Liebe habe ich auch hier eine grosse Flasche, habe ich mir glaube letztes Jahr auf die Weihnachten gewünscht. Aber der hat irgendeine Komponente drin, die ich leider nicht verträge. Ja, und was mir ein bisschen das Herz gebrochen hat, ich habe ein Parfüm fertig gemacht. Und zwar von Puma Swoman. Wer kennt den Duft noch? Weil den Duft gibt es eigentlich schon seit einigen Jahren nicht mehr. Ich habe mir von den letzten paar Beständen, irgendwo in Spanien, glaube ich, auch sogar mal noch, habe ich mir noch zwei, drei Flaschen bestellt. Das war einfach mein Duft gewesen. Es wären immer noch. Das bin einfach ich. Ich glaube, den habe ich das erste Mal vor über 15 Jahren, mehr als 15 Jahren gekauft. Und ja, ich habe auch alle anderen Puma-Düfte nachher, jetzt die letzten paar Jahre nicht mehr, aber nachher probiert und keine ist mehr an den angekommen, leider. Ich weiß nicht, wieso es den nicht mehr machen. Ja. Mit dem Duft hat mich auch meine zweite Hälfte kennengelernt. Ein bisschen nostalgische Gründe, vielleicht auch, dass ich ihn so liebe. Aber ich liebe ihn, der geht einfach immer. Und das war wirklich jetzt meine allerletzte Flasche gewesen. Ich glaube, online bei eBay oder so. Findet man aber wirklich nur noch wenige und dann also total überteuert. Aber ja. Also, das macht mir im Herz schon ein bisschen weh. Sonst kann ich mich gut von Sachen trennen oder traue ich nicht hinein. Aber ja, das ist schon ein bisschen bitter. Gut, dann habe ich hier noch so ein paar Kleingedöns. Fangen wir an mit einer Yves Rocher Handcreme. Da hat es noch 30 ml drin und da haben wir wieder Kokosnuss. Ja, die war gut gewesen. Und ja, finde ich auch gute Größe eigentlich, weil sowas hat man echt schnell aufgebraucht. Habe ich lieber als so eine 75 ml, da geht einem dann der Duft mal auf den Geist. Und ja, von dem her finde ich die Größe eigentlich gut. Dann habe ich von The Rituals mal so viele kleine Pröbli geschenkt bekommen. Active Firming Day Cream. Da hat es 5 ml drin, hat man 2-3 Tage gehabt, ist gut gewesen. Essential Anti-Aging Day Dream. Ebenso ist gut gewesen. Da hatte ich eine Body Cream, The Ritual of Sakura. Den haben sie jetzt, glaube ich, umbenamselt, beziehungsweise ist ja ganz ein neuer Duft, aber er duftet, das ist wieder ein Satz. Also, es heißt nicht mehr The Rituals of Sakura. Es hat einen anderen Namen, ist aber glaube ich der gleiche Duft wie der. Noch Kirschblüte, aber ich muss sagen, ich habe den Duft nicht gern. Den habe ich von MAC ein Goodie aufgebraucht, die Strobe Cream. Feuchtigkeitsspendend, also zuerst Feuchtigkeitscreme trotzdem, den habe ich mir da drauf geschmiert und den Foundation ist ganz nett, würde ich mir jetzt aber nicht in gross kaufen. Den aus meinem Adventskalender von Clarins habe ich Extra Firming Eye Wrinkle Smoothing Cream aufgebraucht. Da hat es 3 ml drin, ist gut gewesen.
Aber ich finde immer, man kann den nicht gross beurteilen, ja, wie gut funktioniert das Produkt wirklich. Dann noch von Clarins ein Gentle Refiner Exfoliating Cream. Habe ich, glaube auch zum Abschminken benutzt mit Wasser. Ist auch okay gewesen. Ja, und jetzt habe ich noch einen Pinsel. Den habe ich mir einmal zu meinen Augenbrauen oder habe ich noch zu meinen Augenbrauen gekommen. Den habe ich jetzt noch einen neuen ersetzt. Den von Alverde gibt es, glaube ich, leider nicht mehr. Ein Make-up-Korrekturstift. Ich habe den nach langem Suchen bei Trended Up mal einen gefunden, aber weiss nicht mehr, ob es den jetzt auch noch gibt. Ja. Wenn ihr da wisst, von welcher Marke gibt es die Make-up-Korrekturstift, ich finde die nämlich Hammer. Und ja, sollte auch bald wieder mal einen haben. Und ich sehe die einfach nicht, ich bin irgendwie blind. So, den habe ich aufgebraucht. Ganz viel Pröbli. Ja, habe ich glaube auch schon gesagt. Jetzt habe ich auch wieder so eine Phase, wo ich einfach gerne ein bisschen meine Sachen aussortieren bzw. reduzieren will. Nicht aussortieren, reduzieren will. Und dann haben wir wirklich eine Zeit lang festgenommen, so viele Röbli wie möglich aufzubrauchen. Ja, es Weile hat es funktioniert. Einfach, ich zeige es euch schnell. Anne-Marie Berlind habe ich eine Augenfältchencreme aufgebraucht. Ist ganz okay gewesen. Den von Biotherm Blue Therapy Red Agave Uplift. Die hat mir gut gefallen, aber ja, wie gesagt. Den habe ich von Bare Minerals ein Make-up aufgebraucht. Das ist Bare Pro in der Farbrichtung Kashmir 06. Ist auch ganz in Ordnung gewesen. Den von Shiseido, wo abnormal teuer sie wird in Originalgröße, ein Power Infusing Eye Concentrate. Den von Yves Rocher Sensitive Chamomile, der Soothing Light Cream. Habe ich glaube auch fürs Gesicht benutzt. Den von Lancôme Visionnaire Yeux, also auch wieder für die Augen ein Serum, glaube ich. Ist ganz nett gewesen. Den, ich glaube, da war der Duft gut gewesen, habe ich von Sisley ein Intensiv Day Cream benutzt. Da hat es auch etwas mehr Produkt drin gehabt, da hat es wenigstens mal gelohnt. Den von Guerlain, irgend so ein Öl. Da hat, glaube ich, wirklich nur für einmal gelangt. Und von Lancôme Multi Glow Creme Rosé, Tone Reviewing Cream. Und dann habe ich von Estée Lauder endlich mal Double Wear Make-up ausprobieren. Da ist das 3 Nummer 1 Ivory Beige. Ich glaube, der war von der Farbe her nicht mal so schlecht gewesen. Ja, weil ich habe es gerne, wenn es voll abdeckt, das Make-up. Und die sollen ja sehr deckend sein. Und ja, ich kann mir mal vorstellen, so eine Estée Lauder kaufen. So, dann habe ich hier nochmal was von Clarins. Extra Firming Sure. Firming Day Rich Cream. Keine Ahnung, das sind auch wieder. Da sind 5 ml drin gewesen. Ja, so, jetzt kommt wirklich nur noch kosmetische Sachen. Ich habe noch ein Parfüm, Pure XS von Paco Rabanne. Habe ich mal in gross gehabt. Sehr vanillig, liebe ich super. Ist wirklich ein gutes Parfüm. So, und dann machen wir zuerst gerade noch schnell ein Nagellack. Dort habe ich echt wieder recht aussortiert, einfach weil ich dort auch reduzieren will. Ja. Ich habe, glaube ich, knapp 60 Nagellack gehabt und ja, ich denke, das ist einfach zu viel. Darum, ja. Fortgrund, weil ich den auch schon länger hatte, ist von Essence ein Nail Art Topper. Das waren so Stäbli. Stäbli finde ich eh nicht so schön. Darum, ich habe zwar viel benutzt, aber jetzt dürfte es gehen. Den von Catrice Ultimate Nudes. Carl Says Très Chic. Das ist so eine ein Fleischwurstfarbe. Meine Hände sieht schrecklich aus.
Dann habe ich von China gelesen, die habe ich mal so ein Set in Amerika bestellt. Die Farbe an sich finde ich nicht schlecht, aber die haben ein extrem schmales Pinsel und das nervt mich einfach. Don't make me whine. So eine rosa oder ja, so eine Beerenton, schön schimmernd, aber eben, wie gesagt, da habe ich auch noch den Ton, das ist Strike Up a Cosmo aussortiert. Das ist so ein Glitzernagellack in Bronze. Und ebenfalls von China Glaze, eben, das ist so ein ganzes Set gewesen. Ich glaube, ich habe ein oder zwei Farben behalten. Goldie but goodie aussortiert, auch mit Glitzer. Ja, den Steinalt P2. Da kann ich nicht mal lesen. Das ist auch so ein goldiger Glitzer-Nagellack, kommt weg. Die habe ich ganz billig in Italien mal gekauft, in so einer Krabbelkiste. Neon Gabrini, das ist irgendeine Billigmarke und der hat sich jetzt auch schon ein bisschen verfärbt. Da hat es so ein Neon Babypink gewesen, aber der ist nicht schön deckend gewesen. Den von Elf, der ist auch steinalt, so ein Oberschienen-Pflumenton. Da hat mich auch das Pinsel gestört und durch den Pinsel ist es nicht schön deckend geworden. Den von Catrice Spectralite, der könnte sogar noch gehen, Holo Enchantment. Ja, so ein Grau-Silber finde ich einfach nicht so schön und ich habe von dieser Kollektion noch einen zweiten, den anderen habe ich dann behalten, weil er mir besser gefällt. Den habe ich auch in so einem Set gekauft. So ein kleines OPI-Set und habe mich entschieden, ich tue jetzt alle vier entsorgen. Das sind so blau-rosé-Töne. Einfach weil das Pinsel auch dermaßen schmal ist und ist einfach nicht gut gegangen zum Lackieren. Dann nochmal so ein Neon-Nagellack. Den habe ich so zwei kleine, die habe ich mal geschenkt bekommen. Das war aber, glaube ich, auch ein Viererset. Goldige, auch wieder so Stäbli, die ich nicht so gerne habe. Und hier einfach einen normalen goldigen. Habe ich schon in meiner Sammlung und kann den weg. Und den habe ich glaube, genau bei You. Die Marke gibt es bei Douglas. Der hat so ein komisches Finish auf den Nägeln. Nicht matt, aber der trocknet so satiniert an. Also sieht ganz komisch auf den Nägeln aus. Darum kommt er weg. Und dann verabschiede ich mich nochmal von zwei P2. P2 gibt es ja nicht mehr. Das ist auch so ein bisschen eine Marke, die man aus Nostalgiegründen vielleicht behaltet. Der Rich and Royal habe ich aber auch wirklich viel getragen. Aber eben, die sind jetzt echt wirklich zahlt und sind auch Farben, die ich jetzt momentan nicht mehr so dazugreife. So, jetzt haben wir es bald geschafft und jetzt kommen wirklich noch ein paar Sachen, die ich aufgebraucht habe oder aussortiert. Aufgebraucht habe ich von Catrice die Liquid Camouflage in der Farbe 005 Light Natural. Finde ich super Concealer, mega Preis-Leistungs-Verhältnis. Ich habe jetzt eine andere Benutzung, aber ohne Zögern würde ich mir den nachkaufen. Was ich mir immer von Catrice nachkaufe, ist die Catrice Glam & Doll Volume Mascara. Ist das Volume? Ja. Die benutze ich immer für meine unteren Wimpern, finde ich super, wird immer noch gekauft. Den, oh mein Gott, der ist wahrscheinlich aus dem 2013. Ein NYX Mega Shine Lip Gloss, gibt es die überhaupt noch? Ich weiß es nicht. Die sind damals mal wirklich so in gewesen. Ich hatte 129 Beige. Ich weiß nicht, ob meine Kamera da einfängt. Ja, eben, wie gesagt, ich weiß nicht mal, ob es gibt. Der Duft von diesen Lip Gloss ist so eine Mischung aus Vanille und Kaugummi, also sehr, sehr fein. Sie sind ein bisschen klebrig auf den Lippen gewesen, aber ja, ich habe ihn wirklich aufgebraucht und bin sehr happy, dass ich das geschafft habe. Dann, was ich auch geschafft habe, aufzubrauchen, ist von der Marke Deborah Milano. Ein Kompaktpuder, das ist eine Limited Edition mit dem Keith Haring. Vielleicht kennen da die Mannsgöckel. Und ja, ich weiß nicht wieso. Ich habe es nicht angeschaut oder ich habe zum Falschen gegriffen. Der Puder ist mir ein Ticket zu dunkel gewesen, aber ich habe es eh nur genommen, um gewisse Stellen abpudern. Für da ist es gegangen. Und ja, bin aber stolz auf mich, dass ich es fertig habe, weil
Eben, wie gesagt, ich bin auch ein Make-up-Junkie. Ich habe so viel, das ist... Ja. Ich sage nichts dazu. Dann habe ich ein Bröbli vom MAC Studio Fix Fluid SP15 Make-up aufgebraucht. Finde ich super. Ich habe noch mehr von diesen Goodies und ich finde das sehr eine gute Foundation. Könnte ich mir vorstellen, zum mal nachkaufen. So, dann ebenfalls aufgebraucht habe ich von, kennt die Marke noch jemand, Make-up Academy. Ist so eine englische, ja, Discounter-Marke, kann man sagen. Also, es ist eine billige Make-up-Marke. Ich glaube, jetzt neuerdings gibt es die auch auf Beauty Bay. Dort mal auch 2012, 2013, ja, ist einer der wenigen Online-Shops aus anderen Ländern, wo man hätte bestellen können. Die Lipglosses gibt es gar nicht. Ich habe die Hammer gefunden. Eben sehr billige Marke, aber super, ist für ein Lipgloss sehr farbintensiv gewesen und ja, ich glaube, ich habe jetzt noch zwei davon in meiner Sammlung. Dann habe ich aufgebraucht eine Mascara von der Ember Valletta. Die hat es im Douglas gegeben, gibt es vielleicht noch. Letztens war sie mal im Angebot gewesen. Ich habe vermutet, weil es wahrscheinlich aus dem Sortiment geht, darum haben wir noch mal eine gekauft. Finde ich super. Sehr schmales, borgenes Bürstchen, aber ja, ich war sehr zufrieden mit ihr, darum habe ich sie mir noch gekauft. Dann eine, die ich gar nicht gut gefunden habe, leider, ist von Dior. Dior Show Pump & Volume Waterproof. Vielleicht liegt es auch an dem Waterproof. Vielleicht liegt es daran, dass ich die im Sale gekauft habe. Weil die hat zwar eine gute Gummibürste mit sehr kurzen Borsten, aber die war sowas von trocken gewesen. Also, es kommt zwar Farbe weg, aber es ist nichts an meinen Wimpern hängen geblieben und ja, darum tschüss. Dann muss ich leider aussortieren meine Creme Gel Eyeliner, 3 Stück von Colourpop, amerikanischer Online-Shop. Ich liebe die Teiler, sind für mich, für die Wasserlinie, die beste Alternative zu Gel Eyeliner, sonst nehme ich immer Gel Eyeliner und die sind aber Bombe. Nur, also da zwei Sachen, die zwei, ein bisschen neonfarbige, sind ein bisschen schwächer auf der Brust gewesen, leider. Drum, ja, und da ist mir eben die Spitze kaputt gegangen. Beim Grünen glaube ich dasselbe. Ja, auch da ist nichts mehr. Also die sind auch ein bisschen schwach gewesen. Dort, ja, das ist ein bisschen, was ich schade finde. Es gibt Hit und Misses, also gute und ein bisschen weniger gute. Das Violett war mega, mega gut gewesen, aber da ist mir dann am Schluss auch die Spitze abgebrochen. Oder ich glaube in der Handtasche, ja. Aber die Farbe war mega für auf der Wasserlinie. Hebt wirklich lang, sehr cremig zum Auftragen. Es macht überhaupt nicht weh. Und ja, ich habe schon wieder andere Creme Gel Eyeliner. Also mit anderen Farben im Visier auf Colourpop. Und, also die finde ich super. Aussortieren tue ich einen alten Lippenstift von Kiko. Ich glaube, das war eine Limited Edition. Ja, den gebe ich auch nicht weiter, weil er einfach so steinalt ist. Und ja, das ist so ein dunkler Burgunderton. Duftet nicht schlecht, aber der kommt jetzt weg. Den tue ich mich auch verabschieden von Colourpop von 4 Super Shock Shadows. Ja, also 3 davon, weil sie mir eingerechnet sind. Einen, weil der einfach so kaputt ist. Das ist, glaube ich, der Cosmic Charge und der habe ich noch mal. Und die 3 sind mir leider alle 3 eingerechnet. Das sind alles, ja, alles 3 Matte Finishes. Einmal Brady. Das ist so ein Roseton. Einmal die Farbe K-Pop Beverly. Die habe ich. Oh! Super, Vorführungseffekt. Der fällt sogar raus. Das ist so ein Burgundertönchen. Und zum Schluss noch auch Matte Finish Elixir. Das ist so eine Rostkuh.
eigentlich sehr schöne Farbe, aber eben, da kommt nichts mehr weg. Also da kann man umdingsen, wie man will. Und ja, ich muss auch sagen, ich habe auch wenig zu diesen Griffen, aber wenn man sie nur ein-, zweimal benutzt und nachher halt zumacht und sie dann gleich ausrechnet, finde ich es einfach nicht wert. Darum, ja, die Super Shock Shadows kaufe ich eigentlich nicht mehr. Ansonsten liebe ich Colourpop, aber die, nein, danke. So, dann entsorge ich einen Blush, mein Gott, keine Ahnung von welchem Jahr. Von P2, das war eine Limited Edition, Dresscode Happy. Das Nullze Sweetheart. Pigmentierung fast gleich Null, darum kommt er weg und steinalt. Ebenso steinalt Essence Tribal Summer Bronzing Puder 01 Inti Inca. Das ist also... Das ist mir einfach zu sehen, da etwas überhaupt zu orangestichig. Und der ist auch steinalt und kommt drum weg. Dann auch mehrere Jahre auf dem Buckel. Ein Blush von P2 Summer Attack LE. Die war recht beliebt und hat es auch recht lange gehabt, einmal dort mal im DM. Aber so schön es auch aussieht, sieht man nichts bei mir. Also das ist... Kinder was? Nein. Also... Und darum kommt er weg. Den aufgebraucht habe ich von Clarins ein Eclat Menu, so ein Lipgloss Instant Light Natural Lip Perfector. In der Farbe 01. Den habe ich super gefunden. So ein Lippenbalsam, der ein bisschen Farbe abgibt. Müssen wir schauen, wie teuer der ist. Und wir haben es geschafft, das letzte Teil. Ich trenne mich nochmal von einem Blush von P2. Ja, eben, weil es die Marke nicht mehr gibt, hatte ich schon ein bisschen zu kämpfen gehabt, aber ich dachte, also erstens habe ich noch so viele Blushes und zweitens, ja, wenn ich nicht benutze, bringt es ja nichts. Poolside Party war auch eine Limited Edition gewesen. Und ja, sieht zwar ziemlich dunkel aus, aber da oben. Ja, man sieht fast nichts. Also, da sieht man fast noch mehr den anderen von diesem Sommerding. Und ja, ich habe es ja gerne kräftig auf den Wangen. Und eben, der ist auch, ich weiß nicht wie alt, ja. So, wir haben es geschafft, meine Liebe. Mein Gott, keine Ahnung, wie lange das Video jetzt gegangen ist. Aber es war auch wirklich, wirklich viel gewesen. Auch, ja, die kosmetischen Sachen, die Nagellack. Ja, aber ich hoffe, ja, es hat euch gefallen, eben, vielleicht ist das ein oder andere Interessante dabei gewesen, was ihr noch nie gesehen habt oder wo ich ganz eine andere Meinung habe wie ihr. Eben, das ist das, was ich das Spannende finde und darum auch gerne die Videos mache. Ja, es hat mir mega Spass gemacht und ja, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dann, macht's gut und tschüss zusammen.